Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Fahrbahnkameras und Mitaufreger über die alltäglichen Dinge auf unseren Straßen. Und lasst uns gleich starten. Wir fahren hier auf einer Autobahn, die noch auf 60 km/h begrenzt ist. Jetzt links fahren. Kennt ihr noch die Kinder, die früher in der Schule freiwillig gerne Pausenaufsicht gemacht haben, um auf die Einhaltung der Regeln zu achten? Diese Kinder sind nun erwachsen und hier links haben wir offensichtlich so einen Fall. Abschnitt 1. Ja. Weißt du das? Das eine ist doch das. Wie ein Wachhund bewacht er die linke Spur. Niemand kann vorbei, ohne dass er rechts überholen müsste. Ich habe gestern gegoogelt, wie man das Navi upgradet. Man braucht einen USB-Stick. Nicht, dass ich es befürworte, wenn man hier zu schnell fährt. Aber man muss doch auch nicht die Aufsicht spielen. In Dokument 1. Ich weiß aber immer nicht, ist Dokument 1 der Fahrzeugschein oder der Fahrzeugprüfung? Wie gesagt, habe ich mich nie damit wirklich befasst. Ja, genau, auf die. Naja, Schnellstraße kann man es jetzt nicht sagen. Auffahren, gleich mal Handy raus. Da bleibt es dann auch nicht aus, dass die sehr wichtigen Menschen, die nie Zeit haben und ständig in Eile sind, rechts überholen müssen. Jetzt hier, guck, Ungeduld zeigt, klatsch vorbei. Super, ob du schneller wärst. Er bleibt aber stur links, denn schließlich ist er ja ein treuer Steuerzahler und hat damit für die Straßen bezahlt und nun auch das Recht, jede Spur zu benutzen, auch die linke und auch wenn rechts Platz wäre. Und damit fühlen sich andere wieder genötigt, rechts zu überholen, mal ungeachtet der Tatsache, dass sie damit viel zu schnell fahren müssen. Ja, auch der Bus hat keine Zeit und schon gar kein Verständnis, dass der schwarze Wagen vor ihm auf der Mittelspur nicht schon mal Gas gibt. Nach der nächsten Kurve darf man doch. Aber warum sollte man auch rechts rüber, wenn man doch plant, gleich massiv zu beschleunigen? Der Bus rechts, fahren wir. Auch nicht schlecht. Video protected. Oh, unser Blocker ist gerade rüber gefahren. Ja. Immerhin bis zur Mittelspur rüber. Wir wechseln auf eine kleine Landstraße, von der wir abbiegen wollen, auf eine sehr volle Bundesstraße. Daher gibt es hier auch eine spezielle Linksabbiegeregel, erklärt auf dem Schild. Das ist ja wieder clever von dem Mercedes. Und zum Linksabbiegen ordnet man sich ja auch links ein, oder? Auf die Frage, wie weit ordnest du dich links ein, wäre seine Antwort hier sicher ja. Video protected. Aber er hat sich wohl leicht verschätzt. Vielleicht fährt er sonst einen Smart oder ein Fahrrad. Wie kann man so weit links stehen und alle anderen, die abbiegen möchten, blockieren? Oder ist das etwa politisch motiviertes Fahren? Blockieren und auf die Meinung anderer pfeifen wird hier zumindest in Reinform transportiert. Recording. Three channels started. So, jetzt rechts und dann wieder geradeaus und dann links. Seid ihr schon mal in einem Parkhaus gewesen? Natürlich seid ihr das. Aber mit einem 2 Meter hohen Auto in einem 2 Meter hohen Parkhaus, da erlebt man Gullivers Reisen hautnah. Rechts, der rechte davon, der weit dahinter ist. Da, wo der Pfeil rauszeigt. Ja, ich hab's nicht gesehen. Da, wo der Automat davor steht. Man möchte klatschen, nachdem man die Schranke endlich passiert hat. Hier hast du sie drinnen. Was
ist dann froh, wenn man raus ist irgendwie. Ne? Mhm. Das ist schon beängstigend. Mach mal dieses Video-Protecting hier. Ja, also sowieso. Manche Menschen können den Winter kaum erwarten. Und welches Wort kommt einem da als erstes in den Sinn? Klar. Hui! Aber man kann auch mit dem Autoschlitten fahren. Nasse Straße, bergab, nur diese blöden Familienkutschen fahren im Weg. Naja, egal. Sollte jemand am Ortseingang auf der Straße sein, wird er mich schon abbremsen. Aber Spaß beiseite, auf dieser Strecke gehen sehr oft Menschen auf der Straße, weil sie einen Wander- und Fahrradweg zu einem beliebten Biergarten kreuzt. No risk, no fun, dachte sich auch dieser Radler, der da eine Lücke ausnutzt, die quasi nicht vorhanden ist, um über die Straße zu kommen. Und das war enger, als es aussieht, dank Froschaugenoptik der Kamera. Video protected. Kann man mal machen. Enge Landstraße, da geht man gerne spazieren. Auf der falschen Seite, damit man auch nicht sieht, was einen von hinten da erwischt. Perfekte Straße, um spazieren zu gehen. Nach einem langen, heißen Tag mit den Kids draußen auf dem Heimweg hat mich eine Baustelle überrascht und irgendwie habe ich nicht gecheckt, dass man hier auch noch ein bisschen Platz hat und quetsche mich rein, anstatt fortzufahren. Total verschlafen, diese Situation. Ich bin zumindest froh, dass es dir wieder ein bisschen besser geht. Ich bin auch froh, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Das hat mich schon genervt. Hat mich zu früh erschreckt. Die anderen machen es besser und fahren bis zum Hindernis vor. So hätte das gehört. Ich ärgere mich über mich selbst und frage mich, warum habe ich das nicht gesehen? Unglaublich, ein Reißverschluss, der funktioniert. Aber es kommt noch besser. Ich hadere noch mit mir, warum ich den Pfeil als Ende der Einviertelspur identifiziert habe und fahre im Tran den anderen nach. Aber da kam noch eine Ampel. Eine rote Ampel. Rot, 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 rot. Mein Mann hat's gesehen. Ich war noch beschäftigt mit der vorherigen Situation. Zum Glück ist da nichts passiert. Kraftbetreiber können... Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hieß es früher einmal. Heute geht das Licht an, wenn man falsch steht. Entweder herrscht totale Finsternis im Oberstübchen oder die einzelne Energiesparlampe ist so hell, dass man zu geblendet ist, um die Dummheit hinter der Idee, auf der Autobahn zurückzufahren, um die Abfahrt zu nehmen, nicht erkennt. Guck mal jetzt hier, neben uns. Ich kenne ja in Freizeitparks die Cheats, um schneller in der Warteschlange voranzukommen. Aber im Straßenverkehr kann man auch Fastlane-Tickets kaufen? Müsste mich mal dranhängen und fragen. Ach nee, ich kann warten. Hält in Stoppelfeld, ne? Jetzt nächste Ausfahrt rechts abbiegen. Kann aber nur Kopfschütteln über solche Leute, ey. Alle stellen sich an und dann gibt es so zwei, drei, die meinen, sind was Besonderes. Sie müssen sich nicht anstellen. Ja. Ich habe ein weinendes Baby und zwei kleine Kinder im Auto. Und? Viele Autos auf der Straße. Da muss man als Radler natürlich unbedingt quer zwischendurch fahren, statt die Ampel zu nutzen. Knopf drücken, grün, sicher ist man's. Video protected. Vielleicht war es nett gemeint, den Stau nicht noch zu verlängern. Mir wären meine Knochen aber wichtiger als diese lieb gemeinte Geste. Ja, aber das war ziemlich knapp. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 2. Wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann wäre es toll, wenn ihr ein Abo und ein Like hinterlassen könntet. Kommentar nehme ich natürlich auch gern. Oh, das ist ja jetzt auch Selbstmord, hier auf der Straße zu fahren, ganz ehrlich. Und wenn ihr mal was anderes sehen wollt als Videos von mir, dann könnt ihr mir gerne eure Videos schicken. Wie das geht, findet ihr in der Videobeschreibung und in der Kanalinfo. Danke und bis bald. Gib mir dem mal eine Chance. Gib mir die Top, 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 yes, yes. Gib mir die Top, Nip, Nip.